Nein, was geht, meine Freunde? Wir reagieren heute noch einmal auf sechs verrückte Internet-Trends, die viel zu weit gingen. Es gibt sogar einen Disclaimer am Anfang. Kann auf jeden Fall ziemlich spannend werden. Abonniert unseren Channel gern kostenlos für mehr. Und schaut auch unbedingt gerne auf Instagram und TikTok vorbei. Links sind wir alle und in der Bio. Und wir starten direkt los. Challenges sollten auf keinen Fall nachgeahmt werden. In diesem Video zeigen wir euch 8 komplett abgedrehte Internet-Challenges. Ach, das kenne ich mit dem Autowertfahren. Es erwarten euch spektakuläre Aufgaben, die normalerweise nur von professionellen Stuntmen durchgeführt werden sollten. Körpermodifikationen, die extreme gesundheitliche Folgen hatten. Und sogar Challenges, die das weltweite Finanzsystem an den Rand des Abgrunds geführt haben. Es wird also extrem krass, deshalb bleibt dran. Die sind doch überall dabei. Wissenswert. Ach, und schreibt uns doch mal in die Kommentare, ob ihr schon mal bei einer dieser Challenges mitgemacht habt. Wir sind gespannt. Ja, und ich habe keinen Führerschein mehr. Beginnen wir mit einer Challenge, die man eigentlich nicht wirklich eine Challenge nennen kann. Denn es ist vielmehr eine Bewegung bzw. eine ganze Subkultur, deren Hauptbestandteil inzwischen jedoch leichtsinniges Verhalten ist. Die Rede ist von dem Subreddit Wall Street Bets. Bei Wall Street Bets versammeln sich seit einiger Zeit Millionen von Menschen aus der ganzen Welt, um über Aktien und den Finanzmarkt zu diskutieren. Allerdings bleibt es nicht bei einem theoretischen Wissensaustausch. Die Kleinanleger setzen ihre Diskussionen auch regelmäßig in die Tat um und wetten teilweise ihre gesamten Ersparnisse auf bestimmte Wertpapiere. Und tatsächlich ging das nicht auch so, dass die da teilweise für den Absturz der GameStop-Aktie irgendwie gewertet haben und dann haben noch, ich glaube, das ist das. Tieren sie damit regelmäßig den Börsenwert einiger Firmen zum Mond. Am berühmtesten ist dabei die GameStop. Story um GameStop, die seit Anfang des Jahres den Finanzmarkt bestimmt. Seit Anfang Januar hat sich der Wert des Videospielverkäufers im Rahmen eines sogenannten Short Squeezes nämlich zeitweise um über 2000% erhöht. 2000%. Dies hatte zur Folge, dass einige große Hedgefonds an der New Yorker Wall Street Schulden in Milliardenhöhe aufbauten, da sie auf einen fallenden Kurs Genau das meine ich. Durch Wall Street Bets wurde so am Ende ein neues Zeitalter an der Börse eingeleitet, Das ist aber einfach cool. Ich meine, wenn so knosrig alte Huren darauf wetten, dass eine Aktie einstürzt und dann wurde ihnen das Schnippchen gemacht und dann, boah, nein, wirklich, das ist so genial und das hätten die, das war einfach ein Traum, dass die da ihre gut gemeinte angelegte Kohle verloren haben. Das ist Gerechtigkeit. Normale Bürger und Kleinanleger eine ähnliche Macht haben können wie große Banker oder Hedgefondsmanager. Genau so ist es. Zwar ist auch diese Challenge mit extrem hohen Risiken verbunden, da schon viele Kleinanleger Beträge in Millionenhöhe beim Zocken auf GameStop verloren haben, insgesamt ist es jedoch eine Bewegung, die vermutlich noch für die ein oder andere Schlagzeile sorgen wird. Ja. Weiter geht's mit einer Challenge, die vor einigen Jahren bei YouTube viral ging und absolut nicht nachgemacht werden sollte. Bei der sogenannten Snorting Challenge geht es nämlich darum, ein Kondom so heftig durch die Nase aufzusaugen, dass man es am Ende wieder aus seinem Mund herausziehen kann. Was auf den ersten Blick nicht nur extrem eklig klingt, kann auf den zweiten auch gravierende gesundheitliche Folgen haben. Dass das Kondom ohne Probleme wieder aus dem Mund herauskommt, ist nämlich alles andere als selbstverständlich. Immer wieder ist es so, dass es irgendwo zwischen Nase und Mund im Hals stecken bleibt und durch aufwendige Eingriffe entfernt werden muss. Abgesehen von dieser Gefahr des Erstickens droht aber noch eine weitere Konsequenz, nämlich das Risiko, sich mit Viren und Keimen zu infizieren. Da nämlich vor allem die Nase und der Halsbereich durch seine vielen Schleimhäute extrem anfällig für Bakterien ist, ist es eine sehr riskante Sache, sich selbst ein original verpacktes Kondom durch die Nase zu ziehen. Denn schon kleinste Verunreinigungen können zu schweren Infektionen und Krankheitsverläufen führen. Spätestens seit dem Hype um TikTok sind die meisten Challenges im Internet vor allem musikalischer Natur. So gab es nicht nur zahlreiche Challenges, die Songs wie zum Beispiel Blinding Lights von The Weeknd zu Welthits gemacht haben, es gab auch Challenges, die in manchen Fällen krass nach hinten losgingen.
Am berühmtesten ist die Kiki Do You Love Me Challenge, die 2018 um die Welt ging. Bei dieser Challenge geht es darum, während des Autofahrens den Song Kiki Do You Love Me von Drake zu hören und beim Fahren in Schrittgeschwindigkeit auszusteigen, um zu dem Lied zu tanzen. Während es dabei zahlreiche Aufnahmen von Leuten gab, die die Challenge ohne Probleme gemeistert haben, hatten andere nicht so viel Glück. Oh ja. Oh nein, oh nein, oh nein. Auf der Nummer 3 kommen wir zu einer Challenge, die nicht nur mit der wohl berühmtesten Influencerin der Welt, nämlich Kylie Jenner, zusammenhängt, sondern auch für viele Diskussionen gesorgt hat. In der Kylie Jenner Lip Challenge das geht es nämlich darum, komplett ohne Schönheits-OP dicke und volle Lippen zu machen, sodass man am Ende möglichst viel Ähnlichkeit mit Kylie Jenner hat. Dahingehend gibt es bei YouTube zahllose Clips, die angeblich die beste Strategie für volle Lippen zeigen. So sagen manche, man solle eine gewisse Zeit lang an einem Wasserglas saugen, während andere zu kleinen Plastik-Gadgets greifen. Wie bei den meisten anderen Challenges auch, gibt es natürlich auch hier viele, die von den tollen Resultaten schwärmen. Allerdings hat diese Challenge auch zwei extrem negative Auswirkungen. Zum einen ist das gesundheitliche Risiko sehr hoch, da es sich hier um keinen professionellen Eingriff handelt und die Lippen sehr schnell zerstört werden können. Außerdem kritisierten die Challenge ein unrealistischer Beauty-Standard gesetzt wird, dem nur die wenigsten gerecht werden können, was dazu führt, dass das Selbstwertgefühl von vielen Jugendlichen künstlich nach unten gedrückt wird. Oh mein Gott! Da muss am Ende jeder selbst entscheiden, wie er oder sie gerne aussehen würde. Man sollte dabei jedoch stets darauf achten, dass man sich nicht von künstlichen Idealen leiten lässt und die eigene Gesundheit aufs Spiel setzt. Weiter geht's mit einer Challenge, die vor allem in Asien viral ging und über die sich viele Pizzalieferanten wohl sehr gefreut haben. Die Pizza der Challenge ist dabei so simpel wie effektiv. Hier bestellen nämlich vor allem weibliche Internet-User eine Pizza, nur um dann leicht bzw. gar nicht bekleidet an die Tür zu treten, wenn der Pizzabote auftaucht. Auf diese Weise entstanden über die Jahre zahlreiche kuriose Reaktionen und Momente, die mit Sicherheit für viele Lacher gesorgt haben. Da der Job des Essensauslieferers oft mit negativen Geschichten und schlechten Arbeitsbedingungen verbunden wird, scheint diese Challenge für viele Lieferanten wohl eine willkommene Abwechslung zu sein. Zu guter Letzt kommen wir zu einer krassen Challenge, die eigentlich eine positive Intention hatte, aus technischen Gründen jedoch komplett nach hinten losging. Bei der Silhouette Challenge geht es nämlich ursprünglich darum, dass sich vor allem Frauen leicht bekleidet vor eine Tür stellen, um sich mit einem TikTok-Filter zu filmen. Dieser Filter sollte dafür sorgen, dass der Körper der Person zu einer schwarzen Silhouette wird. All dies sollte ursprünglich das Selbstwertgefühl aller Frauen stärken und dafür sorgen, dass künstlich konstruierte Körpermaßstäbe endlich überwunden werden, da sich jede Frau in ihrem Körper wohlfühlen soll, egal ob sie dick oder dünn ist. Allerdings nahmen einige, vor allem männliche Hacker, diese Challenge zum Anlass, den Code des Filters zu knacken und somit die ursprünglichen Bilder der Frauen freizulegen. Auf diese Weise landeten tausende Frauen gegen ihren Willen leicht bekleidet im Internet. Diese Challenge zeigt also auf traurige Weise, dass es immer wieder viele Menschen gibt, die progressive Entwicklungen mit aller Kraft unterdrücken wollen und sich auf moralisch verwerfliche Weise verhalten. Aber das war's auch schon mit unserem Video und 8 krassen Internet-Challenges, die viel zu weit gingen. Schreibt uns wie gesagt gerne mal in die Kommentare, ob ihr schon mal Teil von einer dieser Challenges wart und welche ihr am heftigsten fandet. Ansonsten liked dieses Video, wenn es euch gefallen hat und abonniert Wissenswert für mehr. Ciao. Ich geb's zu, ich hab die letzte Challenge gemacht. Nein, Spaß. Aber falls ihr wissen wollt, ob wir Teil einer so einer Challenge waren, schaut mir gerne auf unseren TikTok-Account vorbei. Und auch für kleinere Clips und auch funny Sachen gerne auf meinem privaten TikTok-Account. Vielen Dank fürs Zugucken. Wir sehen uns hoffentlich später oder morgen wieder. Bis zum nächsten Mal und ciao.